Lieber Herr Szajer, Sie haben von 1.000 Flüchtlingen pro Tag gesprochen. Da haben Sie sich jetzt allerdings die Vorsprechen. Okay, also wir haben etwa 1.000 Flüchtlinge im Monat, wenn ich Ihren Zahlen glauben darf. Sie haben jetzt genauso argumentiert, wie ich es vorhin beschrieben habe. Sie sagen, es kommen immer mehr Menschen in Not und suchen Zuflucht. Und deshalb ist eine Notsituation entstanden. Ich, Super Mario, muss jetzt handeln. Ich packe an, ich greife zu. Andere haben Zeltstädte, haben Gemeinschaftsunterkünfte. Wir machen tolle Container. Herr Szajer, Sie selbst und nicht wir, Sie selbst haben im Ausschuss davon gesprochen, dass Ihre Taskforce sich überlegt hat, welche Wege gibt es, um weitere Kapazitäten zu schaffen. Sie haben gesagt, die Ertüchtigung von landeseigenen Immobilien benötigt eine Vorlaufzeit von 6 bis 8 Monaten. Jetzt haben Sie die Zeit noch mal auf 12 Monate verlängert. Sie müssen doch mal die Frage beantworten, warum Sie im August eine Taskforce gründen, die diese Frage untersucht und warum Sie nicht schon innerhalb der letzten beiden Jahre diese Immobilien umgebaut haben. Warum geben Sie uns darauf keine Antwort? Der tolle Herr Staatssekretär Büge, den Herr Krüger angesprochen hat, der hat schon zu seiner Amtszeit gesagt, wir sehen keinerlei Veranlassung, weitere Wohnungsunternehmen anzusprechen, ob sie dem Vertrag Wohnungen für Flüchtlinge beitreten wollen. Weil wir nämlich glauben, dass da nichts bei rumkommt. Herr Szajer, warum haben Sie es nicht wenigstens versucht? Warum geben Sie uns denn darauf keine Antworten, wenn Sie alles so toll versuchen? Und als Letztes, Lageso. Ja, die Beschäftigten im Lageso erbringen seit Jahren eine super Arbeit. Die Beschäftigten im Lageso haben, glaube ich, vor 1,5 Jahren den ersten Brief geschrieben. Hilfe, wir können nicht mehr, wir sind am Ende. Da gab es 15 neue Beschäftigte. Alle befristet, alle mussten erst mal angelernt werden. Jetzt gibt es noch mal weitere, nachdem das Lageso geschlossen werden musste. Und wir wissen, warum das Lageso geschlossen werden musste. Die Beschäftigten waren am Ende. Und jetzt sagen Sie, Sie hätten da alles gemacht. Sie haben die letzten Jahre getrödelt. Sie haben sich auf die Notaufnahmeeinrichtung konzentriert. Und das war fatal. Es war der Weg der Ausgrenzung und der Stigmatisierung. Hören Sie auf, den schön zu reden. Gehen Sie einen anderen Weg. Sie können es machen.